Schönen Vormittag. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einem kurzen Pressestatement anlässlich des Arbeitsbesuchs des maltesischen Premierministers. Der Bundeskanzler ist am Wort. Vielen Dank, lieber Robert. Herzlich willkommen. Schön, dass du in Österreich bist. Malta und Österreich verbindet eine lange Freundschaft zwischen den beiden Ländern, aber vor allem eine sicherheitspolitische Partnerschaft. Malta ist ein wichtiger Verbündeter, wenn es darum geht, den Kampf entschlossen zu führen gegen irreguläre Migration, gegen organisierte Kriminalität, gegen das Schlepperwesen und damit einen wichtigen Beitrag zu leisten für die Sicherheit in der Europäischen Union und vor allem auch für Österreich. Österreich hat in Malta auch einen strategischen Partner, wenn es darum geht, die Kommission darauf zu sensibilisieren, welche große Herausforderungen nicht nur Außengrenzländer haben, tatsächlich dann wie Malta, sondern eben auch Binnengrenzländer wie Österreich. Wir haben uns intensiv darüber unterhalten, wie stark der Migrationsdruck immer wieder auch die Europäische Union herausfordert und da vor allem, wie wichtig es ist, neue Formen der Kooperation zu finden. Malta ist hier ein Land des Vorbildes für Österreich. Malta hat traditionell gute Beziehungen zu nordafrikanischen Staaten, ist hiermit auch ein wichtiger Verbündeter für die Republik Österreich, weil wir dadurch in die Lage versetzt werden, über neue Zukunftsmöglichkeiten nachzudenken, wie wir zum Beispiel auch Asylverfahren in sicheren Drittstaaten durchführen können, wie wir mit Drittstaaten überhaupt intensiver kooperieren können. Wir brauchen hier starke Verbündete. Wir schaffen es, immer mehr EU-Mitgliedstaaten von dieser neuen Form des Umgangs mit irregulärer Migration zu überzeugen. Denn unser gemeinsames Ziel muss es sein, den Druck schon von den Außengrenzen der Union an sich wegzunehmen, um eben hier tatsächlich effiziente Maßnahmen zu setzen. Das geht aber nur, wenn man neue Wege der Kooperation findet, wenn man neue Wege der Kooperation auch mit den Staaten findet, die einerseits Herkunftsländer sind oder Transitländer. Wir unterstützen ausdrücklich das Projekt Maltas hier, gerade auch die libysche Küstenwache zu unterstützen, weil auch das ein wesentlicher Beitrag zur Sicherheit ist. Wir werden hier unsere Kooperation und Zusammenarbeit weiter verstärken. Wir werden uns auch hier durchaus finanziell beteiligen an solchen Projekten, weil wir glauben, eben durch strategische Partner ein Stück weit mehr zur europäischen Sicherheit beitragen zu können. Wie gesagt, lieber Robert, ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich auf die Vertiefung unserer Beziehungen und freue mich, einen so starken Partner auch im EU-Rat zu haben. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Prime Minister, please. Thank you, Chancellor. Thank you. Herzlichen Dank, Herr Bundeskanzler. Herzlichen Dank für die Gastfreundschaft und für den freundlichen Empfang, den Sie mir und meiner Delegation zukommen haben lassen. Dieses Treffen findet zur richtigen Zeit statt. Es gibt uns die Gelegenheit zum Meinungsaustausch betreffend Themen, die uns beiden wichtig sind. Unsere starken bilateralen Beziehungen sind Ausdruck für unsere lang andauernde Freundschaft. Diese Beziehungen beruhen auf gemeinsamen Interessen, Werten, aber auch gemeinsamen Zielen, die für Malta und Österreich wichtig sind. Wir schätzen diese umfassende Partnerschaft für politische Kontakte und auch für den Meinungsaustausch auf vielfältiger Ebene. Unsere Diskussionen heute haben sich mit den Herausforderungen beschäftigt, denen sich die Welt in Europa und auch dem Mittelmeerraum stellen müssen. Wir haben die Situation in Libyen besprochen und das schnell veränderte Szenario im Nahen Osten. Und ich bin überzeugt davon, dass wir einen dauerhaften Waffenstillstand und zwar so schnell wie möglich benötigen. Dazu braucht es wirklich das ehrliche Engagement aller Parteien, ihre Differenzen durch den Dialog beiseite zu legen, sowie durch internationale Vermittlung, diplomatische Bemühungen, aber auch Druck seitens der Staatengemeinschaft. Malta hat ja eine einzigartige geopolitische Situation und Position mitten im Mittelmeer. Und das gibt uns wirklich eine enorme Funktion im Bauen von Brücken, in der Herstellung des Dialogs in unserem Umfeld. Ich hatte auch die Gelegenheit, die jüngsten Bestrebungen von Malta im UN-Sicherheitsrat anzusprechen, und zwar betreffend die Lage im Nahen Osten. Und wir werden diese Themen
bis zum Ende des Jahres ansprechen, solange wir einen Sitz im UN-Sicherheitsrat haben. Lieber Karl, vielen Dank auch für die offenen Gespräche betreffend die Zukunft der europäischen Integration, vor allem mit einem Schwerpunkt auf den Westbalkan, betreffend aber auch die Aggression der Russischen Föderation in der Ukraine. Ich hatte diesbezüglich auch die Gelegenheit, Maltas Engagement als Austragungsort für weitere Gespräche und Verhandlungen zu dienen. Unsere beiden Nationen haben viel gemein. Wir haben gemeinsame Einstellungen, wir teilen gemeinsame Werte betreffend die gemeinsame Außenpolitik und Sicherheitspolitik, wobei wir die militärische Neutralität, aber nicht die politische Neutralität betonen. Wir sind sehr stolz darauf, eine politische Atmosphäre zu fördern, die den Dialog stärkt, fördert, konstruktive und konkrete Lösungen den Vorzug gibt im Vergleich zu Konfrontation. Malta und Österreich sind der Ansicht, dass die derzeitigen Bedrohungen und Herausforderungen multilaterale Vereinbarungen innerhalb der UN-Struktur benötigen. Wir müssen uns auf die regelgestützte globale Ordnung stützen. Wir postulieren, dass die Lösung nicht in stärkerer militärischer Autonomie der EU liegt, sondern in der Stärkung multilateraler Kooperation und der Unterstützung zur Stärkung unserer Partner durch Kapazitätsaufbau. Und zu guter Letzt möchte ich mich sehr herzlich bei dir, lieber Karl, für deine Gastfreundschaft bedanken, aber auch für die Gelegenheit, offene Gespräche zu führen unter Freunden hier in Wien. Ich bin mir ganz sicher, dass unser heutiger Austausch unsere Beziehungen weiterhin lenken und fördern wird. Für zwei Fragen. Die erste Frage bitte das maltesische Fernsehen. Das Mikrofon. Das Mikrofon. I have a question. Good morning. Ruth Amaira from Television Malta. Guten Morgen, ich bin aus dem maltesischen Fernsehen. Eine Frage an den Herrn Premierminister Abela. Sie haben die gemeinsamen Werte auch betreffend die sicherheits- und außenpolitischen Standpunkte betont. Das war ja Teil Ihres Gesprächs, wie Sie gesagt haben. Es geht um strategische Partnerschaften auf europäischer Ebene. Wenn wir jetzt die geopolitische wichtige Bedeutung des Mittelmeerraumes anschauen, wie wichtig ist Ihrer Meinung nach die Schaffung oder auch, sagen wir, weiterhin die Förderung strategischer Partnerschaften, vor allem im Mittelmeerraum. Herzlichen Dank für die Antwort. Ich werde auf Maltesisch antworten. Geografica o għalina lek li il-Mediterran għanna daqstant relazzjoni b'saħħetha miegħu għaliex niffurmaw parti integrali minnu. Unaqqad ħafna l-importanza ta' sħubija strateġika mal-pajjiżi fl-Afrika ta' fuq. Nafu l-problema li ħakmet lil pajjiżna fis-snin passati, kif taħkem ukoll l-Awstrija konsistentement, hija dik tal-immigrazzjoni irregolari. Pajjiżna nemmen illi kellu element ta' suċċess b'saħħtu meta trattajna l-kwistjoni ta' immigrazzjoni irregolari minkejja li għaddejna minn perjodi diffiċli ferm partikolarment waqt il-pandemija fejn hemmhekk kellek influssi migratorji kbar anka minħabba dak li kienet jiġri fuq ix-xtut libiċi, l-istess li sfida li bħalissa hemm fit-Tuneżija dawk huma pressjonijiet kostanti u għalhekk din l-importanza ta' sħubija strateġika ma' pajjiżi tal-Afrika ta' fuq li ma tħares lehom biss bħala pajjiżi ta' problema ta' migrazzjoni. Imma li tħares li jom bħal opportunitajiet kbar ta' investiment. Kien għalhekk li ftit ta' xhur ilu propju investejna fl-eluq ta' MOU mal-Libja li jitratta dwar enerġija rinnovabbli nemmnu bisħieħ bil-potenzjal ta' Libja li jifform li jipprovdi tipprovdi art li fiha jistgħu jiġu installati pannelli solari li mbagħad joħolqu enerġija nadifa u rinnovabbli li tista' tiġi esportata lej Malta kif ukoll lej l-Ewropa, nemmen li hemm potenzjal qawwi ta' investiment kemm fit-Tuneżija, kif ukoll fil-Libja, kif ukoll f'pajjiżi oħrajn tal-Afrika ta' fuq. Il-migrazzjoni ma tiġġeledix biss bil-mezzi tradizzjonali, dak huma parti mis-soluzzjoni, imma tirreżistija bl-investiment u billi tqis lil dak il-pajjiżi bħala sħab ewlenin għalina. U hemmhekk li nemmen li hija importanti ferm illi jkollna din it-tip ta' sħubija
strategika unemmen ukoll illi l-fiduċja li gawdi pajjiżna minħabba relazzjonijiet diplomatiċi ta' snin twalilu għandha tiġi użata wkoll fuq livell Ewropew diġà frejna li pajjiżna jkun katalist għal dak it-tip ta' diskussjonijiet biex inkomplu nieħdu l-investiment lejn il-Libja ma nħallux vojt importanti ferm għaliex fejn nħallu l-vojt jidħlu pajjiżi oħrajn li mhumiex Stati Membri tal-Unjoni Ewropea u hemmhekk fejn jistgħu jinħolqu problemi ikbar. Imma mbagħad ukoll meta nitkellem dwar l-Afrika ta' fuq irridu nqogħdu attenti anke meta nħarsu lejn l-oġġettivi ambjentali li qed toħloq l-Unjoni Ewropea m'hemmx dubju li aħna ħankunu fuq quddiem nett illi dawk l-istrateġiji u oġġettivi ambjentali nimbuttawhom kemm jista' jkun il-quddiem mingħajr ma noħolqu dbatijiet lill-poplu tagħna, jiġifieri jekk qed nitkellmu fuq għanijiet ambjentali u restrizzjonijiet ambjentali biex li jolqtu biex nagħti eżempju minnhom l-industrija marittima, s-settur marittima. Hemmhekk irridu noqgħdu attenti li minħabba dawn ir-restrizzjonijiet tajbin għaliex itejbu l-ambjent imma ma noħolqux restrizzjonijiet ambjentali li jwasslu għal leakage mill-portijiet tagħna jimirħu lej postijiet oħrajn lej l-Afrika ta' fuq fost oħrajn li għandhom regoli inqas stringenti u bis-saħħa tal-promulgazzjoni ta' dawn ir-regolamenti nitilfu l-kompetittività. Jiġifieri dawk huma l-isfidi li għandna fuq livell Ewropew għalhekk dawn it-tipi ta' diskussjoni huma kruċjali biex nissenjalaw ir-realtajiet ta' kull pajjiż l-isfidi komuni li għandna wkoll insibu flimkien is-soluzzjonijiet għalihom. Okay, die zweite Frage bitte die Austria Presseagentur. Stefan Wosmanek, Austria Presseagentur. Prime Minister, I've got a question to you. Herr Premierminister, eine Frage an Sie betreffend die OSZE. Wie Sie ja wissen, ist Wien der Sitz der OSZE. Ihr Außenminister stand in Kontakt mit dem Vorsitzenden der OSZE, und zwar zu Beginn des Monats. Und man hat darüber gesprochen, was Malta jetzt beitragen könnte, und zwar während dieser Krise, die die OSZE gerade befallen hat. Wie Sie ja wissen, am Mittwoch und am Donnerstag wird es das Jahrestreffen der OSZE geben, und Malta wird ja in Betracht gezogen als Kompromisskandidat für den OSZE-Vorsitz. Also Malta könnte ja den OSZE-Vorsitz nehmen, wenn es keine Einigung betreffend Estland geben könnte. Das heißt, ist Malta darauf vorbereitet? Und sind Sie der Ansicht, dass Sie jetzt die Kapazitäten haben, diesen Vorsitz zu übernehmen? Sie haben ja kaum Zeit zur Vorbereitung. Und warum wird denn eigentlich nicht Österreich als möglicher Ersatzkandidat angesehen? Wir hatten schon zweimal die OSZE-Präsidentschaft. Wir sind der Sitzstaat. Gibt es da irgendetwas, was die Öffentlichkeit nicht weiß? Haben wir es uns mit den Russen verscherzt? Legen die Rumänen ein Veto ein wegen Schengen? Können Sie uns da was sagen dazu? Thank you for your question. Herzlichen Dank für die Frage. Wie Sie ja wissen, ist es so, dass der offizielle Kandidat Estland ist. Und es ist allgemein bekannt, dass es die Opposition einiger Länder gegenüber dem Vorsitz von Estland gibt. Malta wurde jetzt als Kandidat vorgeschlagen, als Alternativkandidat für den OSZE-Vorsitz. Und wir sind der Ansicht, dass die OSZE enorm wichtig ist. Wir sind uns auch bewusst, dass die Situation der OSZE im Moment gewissermaßen angespannt ist. Aber wir sind darauf vorbereitet, den Vorsitz zu übernehmen, sollte Estland, die Kandidatur von Estland, nicht angenommen werden. Wir sind der Ansicht, ich bin der Ansicht, dass wir gut vorbereitet sind. Wir glauben an die wichtige Bedeutung der OSZE. Wir glauben auch, dass Malta hier viel beitragen könnte. Wir sind schon lange ein dialogfähiger Partner der OSZE. Und es geht uns auch darum, den Frieden zu fördern. Vielleicht kann ich jetzt weiter ausholen. Wir haben unsere Position hier gemeinhin bekannt gemacht. Wenn es um die Friedensförderung geht, dann möchte ich jetzt auch diese Gelegenheit zu ergreifen, unsere Botschaft, die Botschaft von Malta betreffend, diesen wichtigen Wert voranzutreiben. Das heißt, diese
Antwort gebe ich in einem Land, das so wie Malta bündnisfrei und neutral ist. Österreich ist ja neutral. Das kommt von dem Staatsvertrag 1955. In Malta ist dieses Prinzip in der Verfassung verankert, das, wie gesagt, unsere Verfassung wurde 1964 verabschiedet. Die aktive Neutralität ist Malta sehr wichtig. Und wenn es jetzt zum Friedensprozess im Nahen Osten kommt, dann ist das natürlich ein sehr schwieriger Prozess für uns alle. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, diese Botschaft ist mir sehr wichtig. Wir müssen ganz einfach diese Friedensbotschaft stärker betonen. Und natürlich möchte ich die Geschehnisse der Hamas, also was die Hamas hier getan hat, grundlegend verurteilen. Natürlich geht es mir darum, die Selbstverteidigung Israels zu stärken, aber ich akzeptiere nicht, dass dieses Recht auf Selbstverteidigung zu einer ausgeweiteten Vergeltung wird. Ich möchte jetzt nicht zu ausführlich darüber sprechen, was ich jetzt mit Vergeltung meine, aber die Toten im Gazastreifen sprechen für sich selbst. Das heißt, hier werden ja Zahlen kolportiert, die enorm sind. Und aus diesem Grund glaube ich nicht, dass humanitärer Waffenstillstand genug ist. Ich denke, wir sollten jetzt unseren Sitz im UN-Sicherheitsrat dazu nutzen, diese Friedensbotschaft verstärkt anzubringen. Die humanitäre Waffenstillstand ist natürlich etwas sehr Gutes, ein guter erster Schritt. Und aus diesem Grund werde ich unsere Kapazität und auch unsere Bereitschaft, den Vorsitz der OSZE für diesen Zweck einsetzen. Also ja, wir sind bereit. Und ich denke, wir müssen jetzt den nächsten Schritt ergreifen. Und der nächste Schritt ist ein dauerhafter Waffenstillstand im Nahen Osten. Ich weiß, dass im Nahen Osten diese Position nicht von allen geteilt wird. Ich verstehe die unterschiedlichen Standpunkte, aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass diese Botschaft, dieses Narrativ wirklich wichtig ist. Wir brauchen einen dauerhaften Waffenstillstand, Verzeihung. Ich weiß, dass die Hamas gänzlich aus dem Bild sein muss. Es ist inakzeptabel, was die Hamas getan hat, aber so viele unschuldige Palästinenser und Palästinenserinnen, ob das jetzt Familien, Großeltern, Kinder sind, unschuldige Menschen, die ihr Leben verloren haben. Das heißt, als Staatengemeinschaft müssen wir hier wirklich ganz klar sagen, wir benötigen einen dauerhaften Waffenstillstand. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, so einen klaren, dezidierten Standpunkt einzunehmen, aber wir benötigen einen dauerhaften Waffenstillstand, um diesen Konflikt zu Ende zu bringen. Ich möchte mal zu dem letzten vom Premierminister angesprochenen Punkt. Für Österreich ist klar, dass die Verantwortung für all das Leid im Gazastreifen die Hamas als Terrororganisation trägt. Die Hamas benutzt Zivilisten als Schutzschilde, die Hamas hat Waffendepots unter Krankenhäusern und in Schulen errichtet, Raketenabschussrampen. Und wenn Israel tatsächlich das Recht zugesprochen wird, sich selbst zu verteidigen, dann hat Israel auch das Recht, entsprechend dem internationalen Völkerrecht auch die Hamas als Terrororganisation zu bekämpfen. Der zweite Punkt ist, Österreich freut sich, dass Malta bereit ist, den OSZE-Vorsitz zu übernehmen. Die OSZE ist eine wichtige Organisation. Sie hat den Sitz in Wien. Sie ist aber vor allem für Wien und Österreich eine Organisation, die eine wichtige strategische Brückenkopffunktion hat, hinein in den gesamten asiatischen Raum. Ich wurde gefragt, ob es sozusagen Interventionen von anderen Ländern gegen Österreich gegeben hat. Nein. Österreich stand so gar nicht zur Diskussion, sondern das, was wir immer gesagt haben, ist, wenn man uns braucht, sind wir da. Wir unterstützen vollumfänglich Malta. Dort, wo es notwendig ist, sind wir gerne bereit, auch personell, materiell Hilfe zu leisten. Malta ist tatsächlich eben auch ein neutrales Land, so wie Österreich. Und es tut gut, dass Neutralität auch so wieder sichtbaren Wert gewinnt, wenn ein neutrales Land auch hier wieder den Vorsitz in der OSZE hat. Und es ist ein wichtiges Signal, dass die Organisation an sich weiter funktionieren kann. Das ist jetzt in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich freue mich auch hier auf eine gute Zusammenarbeit.
Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Thank you, Prime Minister. Eine kurze Information noch für die österreichischen Medien. Das Statement des Premierministers wird in einer Übersetzung nachgereicht im Anschluss an die Pressekonferenz. Ja. Vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön.